In der PHP-Doku gibt es im PHP-Handbuch in der Funktionsreferenz bei Textverarbeitung die Zeichenketten. Da PHP für die Webentwicklung gedacht ist und Webentwicklung immer mit HTML zusammenhängt, gibt es ein paar spezielle Funktionen, welche sich genau um diese Tags kümmern. Mit der Funktion getHTMLTranslationTable bekommt man eine Tabelle, welche für die folgenden Funktionen wichtig ist. Man sieht hier, der erste Parameter ist standardmäßig HTMLSpecialChars. Das kann umgewandelt werden in HTMLEntities. Weiters gibt es ein paar Flags, die Darstellung angeben. Und zum Schluss wird noch die Encoding standardmäßig mit UTF-8 angegeben. Als Return-Wert bekommt man ein Array. Sehen wir das Ganze mal mit VARDUMP an, weil es sich ja um ein Array handelt. Das heißt getHTMLTranslationTable und zwei Klammern. Jetzt hat man die ganzen Standardparameter dabei. Und um die Darstellung etwas schöner zu machen, erstellen wir noch einen Free-Tag. Wir können sehen, für HTML-Special-Chars werden Hochzeichen, Unzeichen, kleiner, größer verändert. Mit der Funktion HTML-Special-Chars können Sonderzeichen in HTML-Entities umgewandelt werden. Die Funktion braucht dazu einen String, das ist das Wort, was umgewandelt werden soll. Alle weiteren Parameter sind optional. Das heißt, man kann hier zum Beispiel bei dem Flex angeben, ob es auf einfache, doppelte oder gar keine Hochzeichen ansprechen soll und was mit ungültigem Code passieren soll. Beim Encoding wird der standardmäßig der Default-Wert genommen, also zum Beispiel UTF-8. Und Double Encode steht, ob bereits codierter Code nochmal codiert werden soll. Das Ganze gibt dann einen String als Rückgabewert zurück. Sehen wir uns das Ganze an einem Beispiel an. Ich jetzt stelle einen String mit dem Wert zum Beispiel H1, Hallo und den Close Tag. Und wenn ich das jetzt mit Echo ausgebe, kann ich erkennen, es wird Hallo in einer Überschrift 1 formatiert. Verwende ich jetzt aber die Funktion HTML Special Chars, lege die über diesen String, dann sieht man, dass Hallo mit den Tags ausgeführt wird. Warum das Ganze so ist, kann man sich im Seitenquelltext anzeigen lassen. Hier kann man nämlich erkennen, dass aus unseren kleiner Zeichen und LT wurde und aus unserem größer Zeichen und GET. Sehen wir uns das Ganze noch mit den anderen Zeichen an. Zum Beispiel stelle ich jetzt den String in einfachen Quotes und sage das Und-Zeichen und die doppelten Anführungszeichen. Wenn ich jetzt das Ganze ausführe, sieht man hier optisch noch nichts. Aktualisiere ich hier, kann man sehen und amp und quote. Das Gegenstück der Funktion ist HTML-Special-Chars-Decode. Mit dieser kann man den encodeten Wert wieder zurück umwandeln. Sehen wir uns das Ganze in unserem Hallo-Beispiel an. Wir haben hier A1, was umgewandelt wird, in und LT zum Beispiel. Und wenn wir jetzt unseren String mit der Funktion HTML Special Chars unterstrich Decode $String wieder zurück umwandeln, können wir sehen, wir haben hier wieder ein großes Hallo. Und auch hier wird wirklich ein H1-Tag erstellt. Ähnlich wie HTML-Special-Chars gibt es HTML-Entities.
Nur werden hier alle geeigneten Zeichen umgewandelt. Die Funktion ist relativ gleich aufgebaut. Man ergibt einen String und man hat die gleichen Flags, Encoding und Double Encoding, was alles optionale Parameter sind. Und Rückgabewert ist der String. Um den Unterschied zu Special Jars genau zu sehen, verwenden wir unsere Translation Table und geben hier als Parameter HTML Entities mit. Und wenn wir unsere alte Special Jar Tabelle jetzt vergleichen mit der neuen, können wir sehen, dass auch und größter kleiner vorhanden ist, aber dass es hier noch eine Menge weitere Zeichen gibt, welche übersetzt werden. Um den Unterschied zu Special Jars genau zu sehen, verwenden wir unsere Translation Table und geben hier als Parameter HTML Entities mit. Und wenn wir unsere alte Special Jar Tabelle jetzt vergleichen mit der neuen, können wir sehen, dass auch und größter kleiner vorhanden ist, aber dass es hier noch eine Menge weitere Zeichen gibt, welche übersetzt werden. Erstellen wir wieder einen String mit dem Wert H1 und einen Close Tag H1. Und dazwischen sollen jetzt aber die Buchstaben Ö und Ü sein und geben das Ganze mit Echo aus. Die Tabelle brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann sehen wir, wir haben eine Heading 1 mit den Umlauten. Sehen wir uns das Ganze im Seitenquelltext an. Können wir auch hier sehen, H1 ist gleich geblieben und das Element und auch die Sonderzeichen. Sehen wir uns das Ganze mit der Funktion HTML Entity an. Können wir erkennen, dass hier gleich der H1-Tag daraus wurde. Und noch besser ist es im Seitenquellcode. Hier kann man auch erkennen, dass zu und olm oder ö zu und olm verändert wurde. Und auch für die letzte Funktion gibt es ein Gegenstück mit dem Namen HTML Entity Decode. Die Funktion selbst ist genauso aufgebaut und diese wandelt den enkodierten String wieder zurück. Mit der Funktion NewLineToBreak werden Zeilenumbrüche in einen HTML-Zeilenumbruch umgewandelt, das heißt in einen Break-Tag. Umgewandelt werden dabei die Escape-Sequenzen N, R oder ihre Kombinationen. Und NewLineToBreak, die Funktion selbst ist aufgebaut, dass man als ersten Parameter den String mitgibt, der umgewandelt werden soll. Und der zweite Parameter ist optional und soll angeben, ob der Breakwert eher XML-konform sein soll, ist standardmäßig true und als Rückgabewert hat man einen String. Sehen wir uns das Ganze am String Hello World an. Wenn wir diesen im Browser ausgeben, sehen wir normal Hello World und auch im Seitenquellcode steht Hello World. Fügen wir jetzt ein New Line ein. Das passiert, wenn man zum Beispiel einen Post bekommt von einer Text Area. Zeigen das Ganze, können wir hier noch keinen Unterschied erkennen, aber im Quellcode erkennen wir, es gibt einen Zeilenumbruch. Möchten wir diesen hier auch sehen, verwenden wir die Funktion newLineToBreak. Das heißt, $String ist gleich newLineToBreak. Hier geben wir das String mit. Und wir können erkennen, jetzt haben wir im HTML-Bereich auch einen Zeilenumbruch. Im Quellcode erkennen wir, es wurde ein Break erstellt. Dieses Break ist XML-konform, das heißt mit dem Schrägstrich hier am Ende geben wir bei unserer Funktion zweiten Parameter nicht true, sondern false mit, wird ein einfaches Break erstellt. Die Funktion StripTag entfernt HTML und PHP-Tags aus einer String. Die Funktion bekommt dabei als Parameter einen String, von welchem diese Tags entfernt werden sollen. Und der zweite Parameter ist optional. Das heißt standardmäßig 0.
Und dieser soll angeben, welche Tags erlaubt sind. Das Ganze kann in Form von einem Array oder String angegeben werden. Und der Rückgabewert ist ein String selbst ohne diesen Tags. Sehen wir uns das am Beispiel Hallo Welt hier an. Wir haben einen Paragraph, der am Ende wieder geschlossen wird. Und das Welt selbst wird mit Bold angezeigt. Das heißt, im Browser bekommen wir dieses Ergebnis. Und im Quellcode können wir hier sehen, die Paragraphen und B. Möchten wir diese Tags jetzt entfernen, sagen wir $String ist gleich strip Tags. Und hier geben wir unsere Variable mit. Und wir können im Ergebnis sehen, die Formatierung ist weg. Und wenn wir uns den Quellcode ansehen, sind auch die Tags verschwunden. Ändern wir unseren zweiten Parameter, der wäre standardmäßig jetzt null. Aber wir sagen, wir möchten den Tag B erlauben. Dann sehen wir, dass Welt wieder dick wird und im Quellcode das B vorhanden. Wir können das Ganze auch erweitern, zum Beispiel P. Dann sind wieder beide Tags entfernt, also beide. Aktualisieren. Genau, sieht man hier wieder den P-Tag. Und seit PHP 7 ist es auch möglich, hier ein Array einzugeben. Das heißt, wir können einfach ein Array erstellen und darin zum Beispiel B haben. Wir aktualisieren und sehen, es ist wieder B erlaubt. Die Strip-Tag-Funktion klingt so, als würde sie sich für Cross-Site-Scripting eignen, aber die PHP-Doku warnt davor extra, man sollte für XSS-Attacken eher HTML-Special Jars verwenden oder HTML-Entities, da erlaubte Tags zum Beispiel Attribute wie Maus, Ovo oder Style enthalten können, welche böswilligen Text anzeigen.